Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grid 2. Ja, wir haben alle Clubs in Asien besiegt und sind jetzt hier kurz davor, die dritte WSR-Saison zu veranstalten bzw. daran teilzunehmen. Und weil es mal wieder angebracht wäre, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich einfach mal ein paar Gäste dabei. Einmal den altbekannten Smeddy. Hallo! Auch mal wieder den Cannelloni 94, den hatten wir auch schon mal zu Gast bei einer anderen Sendung. Er ist also auch hier mal bei Grid 2. Bin Dog. Und einmal GT5 VLN Driver, der eigentlich noch gar nicht in irgendeiner Sendung war, aber der auch immer mit uns hier unterwegs ist. Und er ist also heute auch mal dabei. Ja, guten Abend. Genau, und wir sehen, wir haben hier gerade einen Honda S2000, den wir gerade mal ein bisschen neu lackieren können. Ja, Honda S2000 Roadster aus Japan. Als er rauskam, war der ziemlich cool eigentlich. Und ja, was ist denn eure Meinung zum S2000? Fangen wir mal an bei Andy94. Cannelloni, meine ich. Ja, Honda S2000, ja, was soll ich dazu sagen? Kleines japanisches Auto, ne? Ein bisschen spritzig, fährt sich, ja. Ich find's ganz cool, das Konzept. Fand ich auch ganz cool. Ja. S2000 gibt es ja auch zum Beispiel bei GT als RM-Version. Ne, nicht als RM, sondern als LM Edition. Da fand ich den auch ganz cool. Ist denn einer schon von euch gefahren? Jo. Nö. Ja, doch. Oder? Doch, das, dieser kleine blaue da, ne? Ja, so, der dreht ja, doch immer ja, ganz gut, ja. Ne? Das ist witzig. Das Ding. Irgendwie macht das Spaß, ne? Ja. Ja. Man kann das Ding so prügeln und es hat so viel Grip und so, das ist relativ witzig, damit rumzugurken. Fand ich auch ganz cool. Dabei hat das Ding total winzigen Spoiler. Wie hast denn du das so gefunden, VLN? Ja, also viel. Also oft bin ich mit dem Auto nicht gefahren, aber es gibt meiner Meinung nach bessere Fahrzeuge in der Klasse. Ja, das stimmt. Also unter diesen Super Touring Cars, da gehört er ja mit irgendwie rein, obwohl er nicht so heiß, ist es auch das langsamste Fahrzeug. So, ich habe mich jetzt hier auch mittlerweile auch relativ lange aufgehalten beim Sponsorensticker bekleben. Und jetzt geht's hier mal weiter. Was ist denn das hier überhaupt? In die WSR-Rennen bei Smeddy Blubbs. Ich habe deinen Aufkleber noch angebracht bei dir, so flupp. Ach so, ja. Und wir müssen jetzt also hier einmal in Dubai Live Routes fahren und in Hongkong einen Einzelrennen und wir haben den Honda so schön beklebt, aber wir nehmen trotzdem ein anderes Auto. Audi RS5 wäre cool, aber den haben wir schon so oft genommen. Vielleicht, ja, schauen wir mal. Ach, wir nehmen den einfach, der ist richtig cool. Ja, Smeddy, du hast ja jetzt auch mittlerweile deinen Kanal ziemlich zum Laufen gebracht, hast jetzt auch schon 50 Abonnenten. Wie sehen denn deine Pläne jetzt eigentlich so aus für die Zukunft? Jo, wie schauen die Pläne für die Zukunft so aus? Wer es genau oder ganz genau wissen will, sage ich mal vorab, gibt ein neues Infovideo. Pläne für die Zukunft, ich sage jetzt mal für nahe Zukunft, Devil May Cry, die Serie eben weiterzuführen, mit Cannelloni 94 die Far Cry 3 Co-op Kampagne. Juhu! Dann mit deiner Wenigkeit Gamecore HD das Projekt Resistance 3 wieder aufzunehmen. Und ja, sonst noch am Laufen jetzt Mirror's Edge, geplant ist sonst noch, ja, auch Far Cry 3, das wird jetzt fleißig am Außenposten einnehmen, Relikte sammeln, Briefe sammeln und so weiter, das Spiel wird zu 100% durchgespielt. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ich schätze mit ca. 100 bis 130 Parts. Dann geplant für die Zukunft noch mit Alone in the Dark Inferno, so langsam sprechen. Eventuell noch angedacht auch Dragon Ball Set oder Dragon Ball Raging Blast. Auch ein ganz nicer Titel eigentlich, wer die Dragon Ball Serie verfolgt hat, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Und sonst habe ich ja
Ich habe einen kurzen Aufruf auch gemacht bezüglich Carnivores Dinosaur Hunter. Das ist bei mir bis jetzt erfolgreichste Projekt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich von Anfang an, es ist der größte Scheiß, den man jemals spielen kann. Aber es kommt doch am besten an. Ja, das ist echt ein cooles Projekt gewesen. Ich habe es mir auch angeguckt. Ein altes Spiel, das wirklich viele Leute vor den Rechner geholt. Echt interessant gewesen. Cannelloni, du hast ja auch relativ frisch einen neuen Kanal aufgemacht und zeigst nach wie vor R-Factor-Videos, zum Beispiel die R-Factor-Mod-Show haben wir ja schon ein paar Mal gesehen bei dir, wo du ja auch immer auf Wünsche eingehst von der Community, finde ich ziemlich cool. Und ich habe gehört, ich meine gehört zu haben, dass du irgendwann mal die Nordschleife auf Schnee fahren willst. Was kannst du dazu sagen? Ich habe es bis jetzt noch nicht unten in der Wunschliste gesehen, also ich habe den Mod, wenn wer lustig ist und mich beim riesengroßen Abfällen, also noch schlimmer als ich es jetzt sowieso schon tue, sehen will, der soll es reinschreiben und dann werde ich es mir wohl oder übel antun müssen. Reinschreiben oder kann man sich auch hier und jetzt im Video wünschen? Scheiße, dann kann ich sie nicht mal abschreiten. Also nein, Leute, der Link auf jeden Fall dann kommen. Das ist cool. Wenn ihr mal irgendwas sehen wollt, dann zögert nicht. Der Link ist unten in der Beschreibung. Geht auf seinen Kanal, in die Videos, meistens aktuellste am besten, und schreibt da rein, was ihr sehen wollt. Da gibt es wirklich so viele Sachen als Mod. Wenn ihr euch mal denkt, vielleicht, oh, ich will mal wieder Adelaide sehen, die Strecke ist so cool, oder irgendwas anderes. Also da seid ihr an der richtigen Adresse. Und ja, dich gibt's auch zu sehen bei Andy mit Andy 89 bei Let's Fail Together Formel 1 2012, glaube ich. Let's Play Fail Together. Ach so, was? Ja, genau. Ja. Wir haben da einfach mal so eine Koop-Saison gestartet miteinander und haben die dann einfach mal irgendwie. Kam dann auf die glorreiche Idee, lass das doch mal in YouTube stellen und daraus so ein Let's Play machen. Und ja, irgendwann durch die ganzen tollen Bugs im Spiel unter anderem oder auch durch Unfähigkeit, je nachdem wie man es sagen will, wurde daraus sehr schnell eine Let's Play Fail Aktion und trotzdem immer noch witzig anzugucken. Also ja, auf jeden Fall, hab mir auch mal ein paar Parts anguckt, vor allem ihr spielt das Ganze ja auch auf Legende, glaube ich, dem höchsten Schwierigkeitsgrad, genau, ohne Fahrhilfen und so. Genau. Also das ist auch schon ziemlich schwierig, bemerkenswert, dass er da manchmal wirklich relativ weit nach vorne kommt. Das Ganze ist bei Andy 89, glaube ich, verfügbar auf dem Kanal. Genau. Den Link dazu auch nochmal unten. Und Driver, du bist kein Let's Player und hast auch keine Videos auf YouTube hochgeladen. Aber du zockst bestimmt auch irgendwelche Games. Was zockst du eigentlich noch so außer GT5? Ups. Oh, ab und an FIFA mit Cannelloni und hin und wieder hier eine Runde Worms oder auch Far Cry. Da haben wir auch schon die ein oder anderen Battle hinter uns gebracht. Ja. Ja, das sind ja schon ein paar gute Spiele. Stimmt, wir haben ja auch schon Far Cry zusammengezockt. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, ein paar neue Far Cry Karten zu zocken und euch die Ideen ausgegangen sind oder ihr keine so guten mehr findet, ich baue sehr gerne selber welche. Wenn ihr mal in Far Cry unterwegs seid, könnt ihr ja mal suchen unter dem unter diesen Map Community Dings nach meinen Karten. Müsst ihr einfach mal mein Nickname, glaube ich, eingeben, dann findet ihr die Blue Male 1986. Ansonsten die neueren Karten benenne ich nämlich jetzt auch mit GCHD vorher, dass man die besser finden kann. Also da vielleicht was für euch dabei. Ich habe übrigens jetzt gerade auch eine neue gerade in der Bearbeitung, die ist so zu 90% fertig. Die müssen wir dann auf jeden Fall mal testen, alle hier im Video. Ja, gerne, ich wäre dabei. Juhu. Ja, selbstverständlich. Cool. Und ja. Ja, was ist jetzt, könnte man nochmal ansprechen, die PS4, aber dazu reicht der. Darf ich dir ganz kurz ins Wort fallen, bevor wir wieder eine Beschwerde kassieren? Ja, sicher. Hallo, Andi! ja, hallo, Andi.
Nein, weil bei unserem letzten Video wurde der andere nicht gegrüßt und da hat er angesprochen, ich wurde nicht gegrüßt. Ja, stimmt. Na gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Währenddessen haben wir jetzt auch das Dubai-Rennen hier mal beendet, um mal kurz zum Gameplay zurückzukommen. Können wir den Tourmann wieder absetzen? Genau, und jetzt sind wir hier nochmal in Hongkong unterwegs, also die Strecke gefällt mir richtig gut, auch optisch macht die richtig was her. Macht richtig Spaß hier zu fahren, auch schön flüssige Kurven. Und ja, jetzt möchte ich auch nochmal auf GT6 zurückkommen. Ist zwar jetzt kein, hat zwar jetzt nichts mit Grid 2 zu tun, aber es wurden ja schon Strecken bekannt gegeben und meiner Meinung nach sind da ein bisschen wenig neue gekommen. Was denkt ihr denn dazu? Ja, nicht alle. bei den Strecken, die was in GT6 dazukommen noch, sind ja auch die ein oder andere Altbekannte dabei, wie zum Beispiel der Apricot Hill oder Apricot Hill oder wie man es auch immer nennen will, oder Apricot Hill oder was neu dazu kommt zum Bleistift, ist ja auch Silverstone. Ich muss sagen, ich war bis jetzt kein großer Fan, kann man nicht sagen. Ich bin sie ganz gern gefahren, allerdings meistens war den Spielen vertreten, die, was ich weniger bis gar nicht gefahren habe. Das heißt, in naher Zukunft werde ich mich wohl oder übel mehr mit der Strecke befassen müssen, sage ich jetzt mal. Muss aber nichts Negatives sein, ne? Und sonst so von den Strecken her, was dazu kommt, wie war das, Willow Springs und Brands Hatch. Genau, Brands Hatch. Auf die freue ich mich ja so richtig. Ja. Was noch zur Debatte steht oder noch ein Mysterium, sag ich mal, ist, ist ja auch Seattle, ob die wiederkommt in GT6, ne? Genau. Das stimmt, ja. Man munkelt. Genau, solche Gerüchte, dass es kommen soll. Ja, genau. Weil wie ich von euch in den letzten Tagen entnommen habe in unseren Gesprächen immer, soll ja auch bei gewissen Screenshots ein Teil der Strecke zu sehen gewesen sein. Ja, richtig. Ja, es gab mal so einen Konzept-Trailer, da war die schon zu sehen. Das war schon relativ lange her allerdings, aber ja, da gab's was. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, war eine richtig geile Strecke. Auf jeden Fall. Eine von den geilsten Stadtstrecken, die was jemals in Gran Turismo war. Yep. Auf jeden Fall. Und ja, wie war denn, Kane, du hast sie ja auch gefahren, Cannelloni, wie würdest denn du die Strecke so einschätzen von der Charakteristik? Ja, ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, Monaco mit Platz und trotzdem irgendwie Charakter von einer kleinen Rennstrecke, ne? Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, also. Ja, richtig, den kann man nichts hinzufügen. Naja, das Stempel drauf. Trifft es wirklich sehr genau, also das ist wirklich eine geile Strecke. Und, Smelly, du hattest ja auch angesprochen, Silverstone wird neu sein. Und ich glaube, Driver, du bist ein ziemlich großer Silverstone-Fan. Was macht denn Silverstone für dich aus? Ja, großer Silverstone-Fan jetzt nicht ganz. Ich habe mich einfach immer nur die Jahre gefragt, warum Silverstone einfach nicht bei Gran Turismo 5 vorhanden war, weil halt die GT Academy an diesem Ort ausgetragen wird. Und jetzt freue ich mich einfach, dass die Strecke in Gran Turismo 6 jetzt endlich dabei ist. Ja, also wird bestimmt cool. Ja. Ihr habt persönlich alle noch nicht Grid 2 gespielt, glaube ich, oder? Auch kurz. Nein. Kurz, ne? Also, auch ihr seid, glaube ich, nicht ganz so überzeugt, vor allem wegen dem arkadigen Fahrverhalten. Boah, jetzt habe ich hier gerade einen richtig heftigen Abflug gehabt. Tschüss. Mit 5-6 Schrauben. So. Gut, dass man zurückspulen kann. Was haltet ihr denn von der Zurückspulfunktion in Videospielen? Also ich persönlich finde es Schwachsinn. Ja. Sehr gespaltene Meinung, sag ich mal. Man benutzt es zwar, andererseits, wieder, wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich ihn gemacht. Genau. Ja, ich finde auch, dass es vielleicht bei so richtigen Try-and-Error-Spielen, wo man wirklich jede 200 Meter einen Totalschaden haben kann, das ist vielleicht sinnvoll, also bei Arcade-Rennern. Aber so bei Rallye-Spielen und so, da finde ich es eigentlich blöd, wobei ich jetzt beim WRC-Projekt das auch benutze. Aber wenn man es hat, benutzt man es halt auch.
Jetzt hätte ich immer neu starten müssen. Aber die Funktion sollten sie vielleicht von vornherein einfach nicht mehr so oft einbauen. Ich denke auch, dass das nicht so der Hit ist. Weil das ist ja auch dann total blöd. Denn dann verliert man einfach, dann konzentriert man sich einfach nicht mehr so beim Fahren. Dann, ja, dann fährt man, oh Fehler, ja gut, ich hab die scheiß Zurückspülerei da, oh, ja gut. Also ich finde, das holt ein bisschen die Spannung so. Oder ja. Fährst du hier den Kampagnenmodus und nutzt halt die Rückspulfunktion, sagen wir mal, recht häufig. Und dann schmeißt dich in der Lobby, fährst ein bisschen an, scheiße, ich kann nicht zurückspulen, das wäre ja. Wobei bei Dirt 3 im Online-Modus kann man da auch so eine Rückspulfunktion nutzen. Du Dirty Man, du. Ja, stimmt, das ging auch. So, jetzt sind wir auch schon beim Ende von dem Part. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns im nächsten wieder.